drin los? Der Typ auch, den hat der Limsch wieder hochgefahren. Da steht ein Bulle. Der kommt da nicht wieder raus. Wo ist denn der Lemmy? Sehr gut. Wo ist denn der Lemmy? Rimski, wir stehen. Mein Freund, wenn ich hier als Erster stehe. Leute, hört ihr mich? Wo ist der Lemmy? Der ist da drin. Ich bin über euch, Jungs. Ich bin über euch. Komm mal raus hier. Ja. Nein, haben wir nicht, Kollege. Ich möchte jetzt meine Anzeige stellen, bitte. Wollte gleich kommen. Leute, wo ist denn der Lemmy? Wo ist der Lemmy? Ist doch der Lemmy. Wo ist denn der Lemmy? Ist doch der Lemmy. Wo ist denn der Lemmy? Ich such den Lemmy. Ja, ich such doch nur den Lemmy. Ich komme ja schon vielleicht irgendwann. Wie kommt der da hoch, Alter? Ja, durch die Wache. Limsten. Zweimal Kamora, danke für dein Follow und herzlich willkommen. Ey Kollege, du kommst mir gleich hier rein mit dem blauen Rucksack. Der Officer, ja, bin hier ein Straftäter. Dann gebe ich Ihnen jetzt noch Ihr Ticket in der Höhe von 750 Dollar. So gut, Leute. Hallo. Was denn los, Leute? Ich wollte den noch anzeigen. Sag mal, sind Sie verrückt? Die lassen Limmy! Limmy, bist du frei? Hallo? Limmy! Ich bin hier oben! Sie sind jetzt frei hier lassen. Warte, ich schicke den Kollegen mal auch hier ein. Ja, der hat die raffe nicht, dass sie hier oben bin. So lassen sie die Straftäter hier los, weißt du? Ich werde hier vergewaltigt schon, die lassen den laufen. Ja, Limmy, wo bist du? Limmy! Ich komm hier nicht mehr her. Limmy! Laden hier. Ist ja, ich verstehe das nicht. Wo ist denn mein Limmy? Ich hab ein schweres Trauma hier, nee. Wo ist denn mein Limmy hin? Ich werd bescheuert hier. Hört mir ja keiner zu, oder was? Ja. Wer schreit denn hier so? Ja. Ich such mein Limmy! Bekloppt hier, ja. Dann wird dir nicht geholfen hier, ne? Das ist. Lassen Sie den Horst laufen. Ne? Officer, aber ich das ist, lassen Sie den Horst in Ruhe. Ja. Glaubt das nicht, ne? Kann man den machen Ihren Job, ne? Das ist ja nicht. Müssen normal. Sie dorthin gehen und die zuge. Pizza nicht fest oder Kopf, das ist alle tatsächlich. Welchen Block sitzt der denn? Können Sie das überprüfen? Oder Herr Wachmeister, sagen, wo ist denn der Limmy? Die können da mehr sein. Horst, wie bist du denn? Gehen Sie am Haku, gehen Sie am Gefängnis an den Schalter, die können halt Ihnen mehr sagen. Okay, Herr Wachtmeister, wo ist denn der Limmy? Hey, was schießen Sie auf mich? Sind Sie behindert? Die tasern einen alten Mann!
Seid ihr behindert? Ich hab einen Herzschrittmacher, was denn los? Wie viele Polizisten sind denn gerade am Gefängnis? Was ist denn hier drin? Können Sie mir mal verraten? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach gelaufen, hab den Limmi gesucht. Ihr tasert mich! Ich will einen Anwalt, ich will Schmerzensgeld. Ich will Schmerzensgeld. Ein 85-jährigen Mann tasern, was denn los mit Ihnen? Was ist mit Ihnen los? Ja, da war. Ja, da war die Tür offen. So. Ja. Über die Handbewegungen lassen. Gefesselt sind. Das kann ich nicht. Sie wissen schon, ich bin verletzt, ne? Sie haben mir schwere Wunden zugefügt. Mein Arm blutet. Was ist denn los mit Ihnen? Mein ganzer Arm ist rot. Können Sie den mir kurz abnehmen? Was machen Sie mit mir? Sind Sie wahnsinnig? Sind Sie wahnsinnig? Sie haben einen alten Mann schwer verletzt. Er kommt nicht wegen uns zu bluten, das ist von Ihnen, ja? Nein, das ist nicht von mir. Das ist Körperverletzung, ich will einen Anwalt. Ich will einen Anwalt, ich habe Augenzeugen. Ich will einen Anwalt. Dann holen Sie sich einen Anwalt. Ich laufe hier rum und werde von Ihnen getasert. Sind Sie Wahnsinn? Was denn los mit Ihnen? Ein 85-jähriger Mann tasern. Ja, weil Sie sich in einem Gebiet aufhalten, in dem Sie sich nicht aufhalten dürfen. Warum? Da war die Tür auf und ich bin da lang gelaufen. Da steht nirgends, dass Sie nirgends rein darf. Wollt ihr mich verarschen? Das wird teuer für Sie, Kollege. Von dem da stand gar nichts. Ich war auf gar keinem Parkplatz. Ich bin rechts von den Tresen die Tür reingelaufen, weil die offen war. Und da stand nichts. Ich will einen Anwalt. Das wird teuer. Ich will Ihren Chef sprechen, sofort. Ich will den Chef, sofort. Aber sofort den Chef hier. Aber ganz sicher. Ich rede hier, ich darf mir noch nicht reden. Lautstärke. Ich will jetzt den Chef hier. Er ist nicht da. Aber ja, ich habe ihn doch gehört. Ja, dann möchte ich Geld von Ihnen, sofort, wegen Körperverletzung. Ach, werden Sie nicht bekommen, von daher. Warum soll ich dann nicht bekommen? Denken Sie, sind Sie der Boss oder was? Ja, das denke ich nicht. Sie haben hier Körperverletzung an einem 85-jährigen Mann verübt. Was machen Sie? Also haben wir einmal. Da, hier. Unser nordischen Mann, den hätte ich mal gerne. Den hätte ich mal gerne. Was wollen Sie denn mit dem Nordischen? So, wir haben einmal Paragraph 5 Absatz 1 StGB, Betreten einer Sperrzone ohne Genehmigung. Was? Da war die Türe offen! Also wenn ich ins Wort nicht spreche. Na klar, mache ich das. Haben Sie mal Respekt vor dem alten Herrn? Einen habe ich nicht. Ja, dann kriegen Sie Ihren Scheißdreck. Von mir, also warum soll ich Ihnen? Das muss man sich verdienen. Sie haben mich getasert, da kriegen Sie gar keinen Respekt. Paragraph 4 Absatz 4 StGB, Beleidigung eines Beamten. Wo habe ich Sie beleidigt? Als ich Sie getasert habe. Ja, ich habe gesagt, was denn los mit Ihnen? Und habe Ihnen eine Frage gestellt. Was habe ich denn gesagt? Ich will das sehen. Können Sie ja nicht sehen. Ja, natürlich. Ich habe meine Kamera. Ist das ein Bußgeld? Ich zahle kein Bußgeld. Ich zahle Ihnen gar nichts. Ersatzweise geht's für Sie in die JVA Lakeside? Ne, ich hab da gehört, ich krieg von Ihnen erstmal 5000 Schmerzensgeld. Ich habe einen Herzschrittmacher. Ich hab gehört, 1125 Bußgeld gibt's von mir. Ich möchte Ihren Chef sprechen, der oberste Chef, davor gibt's hier gar nichts. Dann holen Sie den her, ist mir ja. Negativ. Ich will den Chef hier. Ich will den Chef. Nichts negativ. Wenn ich den Chef verlange, kann ich den auch kriegen. Der Ihnen Vorgesetzte möchte ich jetzt sprechen und nicht Sie. So ist das. Ganz einfach. Ich darf Ihren Vorgesetzten sprechen. Und das möchte ich auch. Die sind gerade alle beschäftigt. Ja, dann holen Sie ne. Nein, mach ich nicht. Nein, mach ich nicht, weil ich brauche die Taste. Hat wohl eine Taste. Ja, den Muskel brauche ich, um meine GoPro ein paar Befehle zu geben. Ganz einfach. Ja, Anfischler, danke für dein Follow. Nein, das passt schon. Aber ich möchte jetzt den Vorgesetzten, weil da kann nicht sein. Da ist die Türe auf, wenn ich war rein, um meinen Kollegen zu suchen. Und sie schießen einfach mit dem Elektroschock auf mich. Wo sind wir denn hier? Was fällt Ihnen ein? Ich habe einen blutigen Arm. Derzeit alle nicht
Ja, dann lassen Sie mich jetzt wieder gehen und vielleicht vergesse ich das, dass Sie mir wehgetan haben. Ja doch, ganz sicher. Ganz sicher nicht. Ja, so sieht sie aus, ey. Der wird hier beleidigt. Wer gibt Ihnen das Recht? Wer gibt Ihnen das Recht, einfach mich zu schocken? Nur weil ich durch eine offene Tür... Recht, einfach in eine Sperrzone reinzugehen, auch wenn eine Tür offen ist. Da stand nichts an der Tür, da stand nichts von Betreten verboten. Wenn da nichts steht, steht da nichts, ganz einfach. Normal. Nein, ist das nicht. Polizei im Akku rein. Ich wohne hier seit eineinhalb Tagen. Ja klar, ich wohne hier seit eineinhalb Tagen, ich guck mich hier um und da stand nichts. Ganz einfach. Jetzt tun Sie einen alten Mann hier einfach wehtun. Sie wissen, Herzschritt mal. Was wäre, wenn Sie mich getötet hätten? Ja, da hören Sie doch meine Stimme. Oder höre ich mich an wie 12? Was denn los mit Ihnen? Dass sie älter sind, das heißt nicht unbedingt, dass sie auch Herz, dass jeder von ihnen einen Herzschrittmacher hat. Ja, ich hab aber einen und sie haben mich einfach angegriffen. Ja, aber sie ohne Genehmigung in einer Sperrzone waren. Niemand hat mir das verboten, da war kein Schild. Da können wir lang drüber diskutieren. Mein Anwalt würde auch direkt sagen, ich war ja früher mal Anwalt, dass das ganz legitim war, weil das stand nicht, dass ich nicht rein darf. Und wo man nicht rein darf, da sind die Türen verschlossen. Generell. Wenn ich nicht will, dass jemand in mein Auto steigt, schließe ich auch ab, oder? Ist doch logisch, ne? Also. Ja, passen Sie kurz auf, hören Sie kurz zu nochmal. Also Sie ja so darauf riechen. Also Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Wenn Sie sich keinen leisten können, wird Ihnen einer gestellt. Sollte das keiner im Lande sein, entfällt dieses Recht. Haben Sie Rechte soweit verstanden? Natürlich, ich kenne doch meine Rechte. Ich bin schon ein bisschen älter als Sie. Ich habe schon mehr vergessen, als Sie schon gelernt haben, denke ich mal. Kann schon sein. Das ist auch so. Darin kann ich Sie hiermit so informieren, dass derzeit kein Anwalt im Lande ist, dass Sie sich also damit selbst verteidigen müssen. Natürlich, Schmeidert. Wo ist der Richter? Her mit dem Herrn. Bist du da drin? Ja, ist natürlich. Die haben mich festgenommen, getasert, die Verbrecher. Ja, ne? Ich bin hier, um den zu holen, Opa. Ja, da holt mich heraus. Das kann ja nicht sein. Ich will vor Gericht. Ich will Schmerzensgeld. Ja, ich krieg die Türe hier nicht auf. Ja, gucken Sie mal. Da kommen alle hier rein, Herr Wachtmeister. Machen Sie irgendwas falsch, ne? Lassen Sie den Horst frei, Mensch! Ich werd bekloppt hier, du. Ey, die knallen sich ab da draußen, ne? Ja, beschäftigen Sie sich mit wichtigen Sachen, lassen mich mal gehen. Ich hab Hunger. Wenn ich bald nichts esse, dann sterbe ich, Kollege, ne? Das wissen Sie. Bitte? Ja, ich bin der Taxifahrer für den Opa. Ja, nicht gleich so. Das ist so gut, das ist so gut. Ich könnte mal was zu essen gebrauchen. Es nie reinlegen können. So ach, gut. So gut. Und Kuchenmann und Passi, danke auch noch für eure Verlust. Vielen lieben Dank. Oh, ist das ein Chaos hier, Leute? Ist das ein Chaos hier? Die Bullen sind so überfordert. Ich will Schmerzensgeld auf jeden Fall. Darauf plädiere ich. Ich werde jetzt definitiv vor Gericht gehen und mit einem Anwalt reden. Ja, dir, der ist halt der alte Kriegsveteran Horst. Oh, schon sind wir zum zweiten nur noch hier allein. Und so kannst du auch später. Nix lebenslang! Ich komm da wieder raus, pass auf. Der Richter will danach noch einen 4K-Monitor von mir, Leute, das verspreche ich euch. Krieg ich jetzt endlich mal was zu essen? Hey Leute, hört ihr mich? Leute, könnt ihr mich hören? Ich bin Opa nicht raus, ne? Ich war oben vor der Tür. Vergewaltiger ist auch wieder hier. Leute, könnt ihr mich hören? Ich kann eine Aussage machen. Nee, warte, ich geh mit Vito rein. Ne? Officer, der Vito ist da, der Kopfprobleme hatte. Das erklärt schon mal. Ja, ich hol mir noch einen eigenen Taser. Ich hab schon alles, habe schon alle gesagt, den Officer ist, ne?
Mach doch mal die Türe auf, Mensch, Kollege. Warum? Ich hab doch ein Headset. Guck mal, ich hab ein Headset, ich darf funken. Ich hab ein Headset. Ich hab das alles. Meine Jungs, denn wo seid denn ihr? Hört ihr mich? Hört ihr mich? Hey, Tepsch. Lass uns doch einen romantischen Abend draus machen, wenn wir für mich rauskommen. Ja, sicher. Hast du ein paar Analkugeln dabei? Leute, könnt ihr mich hören? Ich stehe ja so eher auf das harte Zeug. Kann ich hier nicht. Also, ich meine ja eher so einen kleinen Red Bull vielleicht trinken oder so was. Ne, ein bisschen Wodka mit rein. Eigentlich. So was kann ich mir ja nicht leisten. Hey, Leute, könnt ihr mich hören? Unbedingt Hilfe. Ich komme nicht mehr aus der Tür raus. Wie sind Sie jetzt hier reingekommen? Alter, könnt ihr mal die Schnauze halten da? Ihr geht einfach auf die Eier. Mein Gott, ey, halt die Schnauze! Taxifahrer! Lemmy, hol mich hier raus! Die wollen mich einsperren! Wie, warum? Was hast du gemacht? Der Opa. Nichts! Ich bin einfach nur rumgelaufen! Jetzt sperren die mich ein! Guck mal, Knast, oder was? Ich weiß nicht, ich verhungere bald! Bis die hier fertig sind, bin ich verhungert und tot! Er gibt dir Essen, der dreht, mal ruhig jetzt hier. Ich habe Hunger! Erstmal lassen wir sie jetzt frei. Ja, das ist ein alter Mann! Ja, das ist die Hut. Ja, bis jetzt noch nichts bekannt. Oh, wir sehen uns, wir werden uns sehen, glaube ich. Jo, positiv, sag ich Bescheid dann. Pass auf, wir lassen sie jetzt einmal frei. Natürlich. Alle ihre Sachen auf den Boden. Essen dann. Werden nochmal gründlich durchsucht. Verstanden? Sollten sie sich falsch bewegen, werden sie nochmal getasert. Ja, dann, wenn ich dann sterbe, was ist dann? Wollen sie mich tot tasern oder was? Nein, Taser macht keinen, wird sie nicht umbringen. Ich habe einen Herzschrittmacher. Dann sollten sie keine Faxen machen. So, jetzt habe ich gegessen, aber no. Legen Sie alles mal auf den Boden, was Sie derzeit an sich tragen. Ich habe doch nicht viel. Ich habe zwei Masken, Verbandspäckchen. Ja, legen Sie einfach mal alles auf den Boden. Ja, und wenn das Zeug weg ist? Normal dürfen Sie gleich wieder Opa. Alles so weit anziehen. Legen Sie einfach komplett Ihre Sachen auf den Boden. Ja, Moment. Soll ich meinen Mantel auch ausziehen oder was? Ja, bitte. Wollt ihr mich nackt sehen? Ihr seid ja pervers leer. Das ist ja eklig da oben, ne? Opa. Die wollen, dass ich mich ausziehe. Ich muss mich ausziehen. Seid ihr jetzt zufrieden? Also mal kurz. Sind alle Sexualstraftäter hier schwer bekloppt. Was soll ich machen? Hier, zu mir kommen bitte. Er hat ja. 4 SW 659 Max mit. Doch, ja, die habe ich gefunden. Ich weiß nicht mal, wo die dazugehören. Das ist alles legal, was hier. Legale Pistole. Natürlich, ich mache ja nichts. Das ist nur, um mich vor bösen Leuten zu verteidigen. Sie können sie wieder anziehen. Natürlich, danke schön. Ich lass doch mal den Opa da oben. Und, 10. Der muss sich ausziehen, der alte Mann, ne? 12. Mit seinem ganz verschrumpelten Bullermann. Zwei Waffen oben. Mit, oder wie? Nein, ich habe nur Magazine, die habe ich mal geschenkt gekriegt. Keine Ahnung, die wollte ich verkaufen. Willst du abkaufen? 50 Mark? Kriegst du die Magazine. Das ist ein Geiselnehmer, der ist ganz gefährlich, der Opa. Oh, wie gesagt. Kannst du soweit, geh wieder runter. Wir holen ein Ticket in Höhe von 1125 Dollar. In betreten Sperrzone, des weiteren Beleidigung eines Beamten. Ich hab gar niemanden beleidigt und da stand nirgends, dass ich da nicht rein darf. Das ist, sagt der gesunde Menschenverstand. Warum? Ich kenne mich hier nicht aus. Am Zaun steht ein Soll ich zeig Ihnen was. Kommen Sie, folgen Sie mir. Ich mache schon nichts. Keine Nein, Sorge. Da ja, ich zeig Ihnen, dass da nichts steht. Nein, ich zeig Ihnen das. An der Tür vielleicht steht nichts. Ja, also. Am Zaun. Und da ja, ist ein ich, riesiges Schild. Ich bin ja durch keinen Zaun durchgegangen. Ich ja, bin doch in der Tür. Ich war vorhin am Zaun mit. Hätten Sie es lesen müssen. Nee, müssen. Ich war normal, an keinem Zaun. Ich einfach ins Polizeiakku reinmarschiert. Ich habe nicht mal meine Brille auf. Ich wusste nicht mal, wo ich bin. Ja, ich kann auch nichts für. Ja, nee. Und das müsste Ihnen aufgefallen sein, als er hinter dem einen der Officer denn dahinter stand der, in der Lobby. Haut er mich dann nieder, die haben mich doch ja, dann habe ich ihn gefragt, wo ich hin bin und wo ich hin muss und wo der Lemmy ist. Dann habe ich doch gar nicht gefragt. Und dann habt ihr mich einfach getasert. Damit man erstmal weiß, mit wem ich überhaupt spreche. Natürlich. Ja, ich bin Herr Röhrig. Das ist eine kurze Frage. Klopfst du mich da drinnen rum? Klar, dass ich dich festgurte in die Typen.
Bin im Short. Können Sie mir mal kurz kontrollieren, was, ob der Herr Horst Röhrich soweit irgendwie bei uns bekannt ist und mal einen Finanzcheck machen bei dem Herrn? Ja, der ist schon so lange da drin. Papa, geht's dir gut? Nee, die wollen mich bis aufs Hemd ausnehmen, die Verbrecher. Ja, du solltest dich da eigentlich melden. Ja, ein paar nehmen das da ziemlich ernst, das ist schlimm, das ist echt krass, Leute. Ja, ist soweit verstanden, 38 Ende. Sehen Sie? Können Sie sich das Ticket? Na, ich zahle das nicht, ich gehe vor Gericht, ich will vor Gericht. Ja gut, das können Sie danach machen. Nein, da will ich jetzt dann machen. Dann geht's für Sie jetzt in die JVA. Nein, da geht vor Gericht. Ich werde Ihnen das Ticket dreimal Sie haben, ey Kollege, Sie haben mir meine Rechte vorgelesen. Und ich kann vor Gericht gehen, also will ich das jetzt. Ja, Punkt. Im Nachhinein. Der Nein, jetzt. Ich will jetzt vor Gericht sofort. Wo geht's jetzt zum Gericht? Kollege, ich will dann sofort. Haben Sie bei den Rechten vernünftig zugehört, der Herr? Natürlich, ich habe das Recht zu schweigen und Anwalt und bla bla bla. Ich will jetzt einen Richter. Ja, soll ich Ihnen nochmal einen bestimmten Teil davon vorlesen? Ja, niemand geht zuerst in den Knast, dann vor Gericht. Ich will jetzt vor Gericht. Einer gestellt, sollte keiner im Lande sein, entfällt ja. Dieses Recht. Ja, und also ich verteidige mich selber. Auf einen Anwalt. Ja, und jetzt, ich bin mein eigener Anwalt. Nein, nichts im Nachhinein, nein. Nein, ich will jetzt sofort vor Gericht, ich bin mein eigener Anwalt, ich vertrete mich selber, ich bin eh besser als die Pfeifen. Ich möchte einen Richter. Kollege, können Sie dem Herrn einmal Handschellen anlegen? Ich möchte einen Richter, sofort. Keiner im Land. Das kann nicht sein, dann können Sie mir auch nichts machen. Doch, dann. Nein, solange. Ja, solange kann ich. Sie sind erstens, Sie sind die Exekutive, Sie Pfeife. Die Judikative ist der Richter. Die Judiktive. Das könnt ihr nicht. Natürlich, wenn kein Richter. Nein, ist, das könnt ihr nicht. Das steht im Gesetz. Ihr habt keinen. Ihr könnt nicht die Legislative und nicht die Judikative übernehmen. Erzählen Sie am alten Mann nicht, was meine Rechte und meine Gesetze sind. Wollen Sie mich verarschen oder was? Zweimal jetzt eine Beamtenbeleidigung. Was? Pfeife ist ein Gegenstand. Ihr lasst den Opfer. Was ist denn los mit Ihnen? Ich werde Ihnen das Ticket gleich ausstellen. Ich möchte einen Anwalt. Davor fülle ich Ihnen gar nichts aus. Beziehungsweise ich möchte einen Richter. Ich möchte gegen Sie jetzt vors Gericht. Da geht nichts mit. Was ist denn los mit Ihnen? So, ersatzweise können Sie natürlich hier so lange gefesselt stehen bleiben, bis mal ein Richter irgendwann da ist. Muss sich natürlich um mehrere Stunden handeln. Das ist mir egal. Dann warten wir hier. Dann setzen wir uns jetzt in den nächsten Kaffee und holen wir Kaffee, ein Kippchen Donut und dann warten wir auf den. Ist mir egal, aber ich will jetzt meinen Anwalt, meinen Richter. Es ist keiner da, damit haben Sie kein Recht auf einen. Na klar, ich habe immer ein Recht haben drauf. Sie nicht. Ja, dann haben Sie kein Recht, mir was auszustellen, weil die Judikative nicht da ist. Nein, weil laut Gesetz die Judikative und die Exekutive nicht handeln darf. Und die Exekutive darf nicht ohne Judikative handeln. Und ich bin die Legislative. Ihr könnt gar nichts übernehmen. Der Steller selber kann sich selber nicht vertreten. Da braucht man einen Richter dafür. Ich hol den Lemmy, der ist Richter. Lemmy, komm mal her! Leitstelle von 38, komm. Ich will jetzt einen Richter, sofort. Ich komm daraus. Ich hol mir den Zwanni Ecstasy. Ich hol mir den Zwanni. Der Herr weigert sich, das Ticket zu zahlen. Also ersatzweise 15 Monate Haft für den Herrn. Nein, das geht nicht. Ich will erst den Richter. Das geht vor Gericht. Das geht nicht ohne Gericht. Sofort. Ich will jetzt den Richter Amandio haben, sofort. Er ist kein zugelassener Richter. Der ist hier der oberste Richter, erzählen wir keinen Scheißdreck. Er ist kein Richter, der. Ich möchte jetzt meinen Richter haben, sofort. Holen Sie mir einen Richter. Es ist keiner im Lande. Dann rufen Sie ihn und holen Sie ihn. Ich will Ihre Dienstmarke, sofort. Ich will wissen, wer Sie sind. Sofort. Können Sie ihn kurz abnehmen? Ich will sofort sehen, wer Sie sind. Ich notiere mir das jetzt. Ich will mir das jetzt notieren. Ich kann Ihnen meinen Ausweis derzeit nicht zeigen, da ich Sie noch... Ich will jetzt Ihren Ausweis sehen. Kann ich nicht zeigen, da Sie an mir kleben gerade. Dann lassen Sie mich los und zeigen Sie ihn mir. Herr Knausbert, können Sie mir den Herrn kurz einmal abnehmen? Sie sind immer so schwer neuerdings, ja. So, wo ist der Ausweis hier? Das notiere ich mir jetzt. Der Leyen Showmaker. Ja, Showmaker sind sie so, wirklich. So, ihr kriegt noch eine Eskorte, ja? Warte, warte. Es dauert aber noch einen Moment, 2-3 Minuten. Oh. So, gibt's Eskorte oder was? So, und jetzt will ich meinen Richter. Ich will meinen Richter. Ja, Leute. Ich will jetzt meinen Richter haben, sofort. Ich mach das, ich komm da rein. Machen Sie ja, aber nicht richtig, die Rechte. Ich möchte jetzt sofort einen Richter. Oh Mann, wie können Sie denn Ihre Hand bewegen, wenn sie gefesselt ist? Tja,
Ich bin halt ein Meister des Krieges, weil ich ein alter Veteran bin. Aber ich bin ja so und hau nicht ab, wissen Sie? Ich will nur meinen Richter, mehr nicht. Und dann zeigen wir dem Kollegen mal, was Sache ist. Der Anwalt ist da, Horst. Mach die Tür auf. Ich habe einen Anwalt und jetzt will ich zum Richter, sofort. Ich habe Ihnen schon mehrfach gesagt, es sei kein zugelassener Anwalt. Ja, dann dürfen Sie auch nichts machen, Kollege. Weil Sie sind die Exekutive. Nein, das können Sie nicht übernehmen. Weil dann übernehme ich als Judikative, als Legislative auch natürlich die Exekutive und sag selber, ich bin frei. Weil wenn Sie eine andere Seite übernehmen können, kann ich das auch. Also, ich bin frei. Tschüss. Gehen lassen, sofort. Haben Sie geblickt, wie das ist? Das geht nicht. Und wo kein Richter ist, ist auch kein Kläger. Also können Sie ja eh nichts machen. Ganz einfach, Kollege. Also bitte frei machen, gehen lassen, weil sonst wird das echt teuer für Sie. Weil das ist Freiheitsberaubung, was Sie hier machen. Ja, jetzt gucken Sie blöd, ne? Ich kenne mich da aus. Ich bin nicht mehr so ein Junger. Ich weiß, wie das ist. Und die Exekutive, die Legislative und die Judikative sind drei gespaltene Parteien, um für Gleichgewicht zu sorgen. Drum darf eine Partei nicht von der anderen Macht übergreifen. Also können Sie mir gar nichts. Ohne Richter geht nichts. Sie haben zwei Optionen. Entweder Sie lassen mich frei und dann ist Ruhe. Punkt Nummer zwei, Sie holen mir jetzt sofort einen Richter und klären es vor Gericht. Und dann ist Ruhe und was anderes gibt es nicht. Weil wenn Sie die Judikative übernehmen als Exekutive, dann übernehme ich so lange die Exekutive als Legislative. Das heißt, dann bin ich der Polizist, Sie der Richter. Und wenn ich der Polizist bin, spreche ich mich selber frei, weil nichts passiert ist und Sie können nichts machen. Haben Sie begriffen? Ganz einfaches Ding, ne? Ich kenne mich da aus. Also, was willst du machen? Ich würde mal sagen, direkt. Erstmal auf Tschengistan, Reflake und JTS. Danke für eure Follows. Hier gibt's ein großes Problem. Ich weiß nicht, der Herr bewegt die ganze Zeit seine Hände, obwohl er fesselt ist. Irgendwie ich bin Houdini. Houdini hat man mich genannt. Das ist einfach die Muskelzucken. Na klar, ich meine, das kann mitlaufen. Also, dann melden Sie das wieder dem Bürgermeister an. So, genau, wir können ja zum Bürgermeister gehen. Vielleicht kennt er sich ein bisschen aus, weil der Bürgermeister erzählt ja auch ein bisschen zu der Judikative. Wo ist denn das Problem hier? Das Problem, ganz einfach. Darf ich jetzt reden? Der hat mich gefragt. Passen Sie auf, ganz einfach. Sie sind jetzt Ruhe, ich hab nicht mit Ihnen geredet. Ich hab mit dem Kollegen hier geredet. Jetzt lassen Sie doch den Horst da raus, Mensch. Wie gesagt, ihr könnt schon mal das Auto vorbereiten, die Kollegen treffen gleich ein. Was mach ich da gleich? Schießerei! Ich hab schon mal ein Auto. Lass die Horst frei. Oder Herr Knausport, holen Sie im Auto? Achso, der andere Kollege ist schon da vorne. So, wo ist jetzt mein Richter? Ist er jetzt endlich da? Zerfix. Wo sind Sie? Humphrey, mein Name. Einmal den Fahrraum verlassen. Es regnet aber. Mein Anwalt ist sogar schon da. So, ich hake sie mal bei mir ein. Ich möchte jetzt meinen Richter haben, sofort. Denn was sie machen, ist unzulässig und wird teuer, das wissen sie, ne? Sie sind arm. Könnten sie uns da einmal eine andere Tür öffnen, wir kommen hier nicht rein. Ich bin arm. Der Zwerg wäre schon wieder verhaftet worden. Du musst mal bitte abnehmen, das ist so schwer. Mein Kopf einziehen. Einen Moment. Funktioniert nicht von hier. Ich kann immer noch meine Arme heben. Also, die fick ich richtig auseinander. Ich krieg am Ende Geld. Wartet ab. Trueface, muss ich gucken. So, kann ich jetzt endlich meinen Richter haben? Guck mal, was ist denn das für ein Auto hier? Ist das ein Taxi oder was ist hier? Ein Zähler drin? Ich komm ja auch nicht mehr raus. Stehen hier schon 15 Minuten, glaube ich. So, gehen wir jetzt endlich zum Richter oder was? Geht wieder. So. Leute! Die nehmen mich einfach mit! Horst, wo bist du? Die nehmen mich mit! Oh, kann man den Scheiß immer ausmachen? Dann geht ja mein Hörgerät kaputt. Herr Wachmeister, sind Sie eigentlich ein Taxiunternehmen oder was?
Der redet nicht mal mit mir. Was denn hier los? Ich möchte jetzt meinen Richter haben. Ich hol mich da gleich wieder raus. Passt mal auf, Jungs, ey. Der wird mich hassen. Der wird mich hassen. Hier, da ist er. Blind Showmaker. Auf dem schönen Butzifor-Sticker. Da ist der Name. Da ist der Name von ihm. Den holen wir uns, den Pisser. Passt auf. Oh, check. Macht doch mal den Lärm aus hier. Was denn los mit euch? Mein Gott, können Sie die 5 Minuten in den Sappel halten? Nee. Kann ich nicht. Ich möchte jetzt zum Richter. Klar ist der mega pissig. Ich werde den so auseinandernehmen. Spring ich klein aus dem fahrenden Auto raus, wenn das geht. Und sag, die Tür ist einfach aufgegangen. Schwere Körperverletzung. Ich setze da noch mal einen drauf. Passt mal auf. Passt mal auf. Zero, danke für deinen Follow noch. Vielen Dank und willkommen. Setz mal einen drauf. Ich komme da raus. Pass mal auf. Passt auf. Ist ein Amadeus da. Der ist nämlich Richter. Was ist denn hier los? Warum falle ich hier aus dem Auto? Könnt ihr mal die Türen richtig zumachen? Ich werde bekloppt. Ich werde bekloppt. Versuchte Körperverletzung. Das wird dem Richter gefallen. Einfach die Türe nicht zugemacht. Da wär, ich würde ehrlich sagen, sind mir eigentlich egal. Also, da schläft man einmal ein und dann sowas. Ich gehe kaputt. Ich will sofort meinen Richter haben. Ich will vor Gericht. Jetzt nuscheln Sie mal nicht so in Ihren Bart rein, reden Sie mal. Trag mich vorher. Ich will jetzt den Richter haben. Ihr seid alle Zeuge, gell? Boah, ich lasse ihn so ausbluten, den Typ. Check. Ich möchte jetzt zum Richter. Hörst du doch mal auf, irgendwo gefesselt mit Händen rumzufuchteln? Ne, ich kann das halt. Wenn ihr nicht richtig fesselt, seid ihr selber schuld. Fuck. Achso. Sie haben ja noch Waffen bei sich. Ja, ich hab meine Beretta. Ach. Ja, was ist damit? Mal jetzt auf den Boden. Da, ich geb ihm noch nicht meine Waffe. Ich will jetzt meinen Richter. Ah, hier, lieber Herr vom FBI, ich hätte gerne einen Richter, davor mache ich ja gar nichts, weil der Herr von der Exekutiven kann nicht die Judikative übernehmen und dann blickt der irgendwie nicht. Ich weiß nicht, dem haben sie wahrscheinlich zu wenig beigebracht in der Schule oder so. Ich möchte jetzt meinen Richter, weil der mich unrechtgemäß meiner Freiheit beraubt. Das ist einfach so, davor geht hier gar nichts. Wie ist denn Ihr Name, bitte? Mein Name? Röhrig, Horst Röhrig. Herr Röhrig, Sie sind doch hier entsprechend per Einwanderungsantrag in unser Land gekommen, oder? Ja, natürlich. Ich wurde hier eingeladen. Antworten Sie einfach auf meine Frage. Dann haben ja, natürlich. Sie sich auch mit unseren hiesigen Rechten und Gesetzen auseinandergesetzt, oder? Ja, natürlich. Ich habe ja nichts falsch gemacht. Dann dürfte es Ihnen noch nicht entgangen sein, dass die Judikative und Exekutive bei der Polizei bleibt, solange hier kein Richter im Staate ist. Und nein, das geht sind nicht. Sind alle auf Ibiza und schlürfen an aber, ihren aber ich erkläre Ihnen jetzt mal was. Ich erkläre Ihnen jetzt mal was. Ich habe mir natürlich die Gesetze durchgelesen. Aber wenn die Exekutive die Judikative übernehmen kann, dann kann die Legislative natürlich auch die Exekutive übernehmen. Also bin ich ja mein eigener Herr und Polizist und kann sagen, hier ist nichts vorgefallen. Weil wo kein Kläger, da auch kein Richter, ne? Also kann geht das nicht. Ich kann sagen, die Polizeiexekutive ist hier mit Hoheitsrechten ausgestattet und insofern können wir das übernehmen und Sie sind nein, mit das Hoheitsrechten geht ausgestattet. Das geht also nicht, weil... Nein, das ist komplett falsch, weil als Exekutive können Sie nicht die Judikative übernehmen, da das eine geteilte Gewalt ist und die nicht zusammengeführt werden darf. Das können Sie gar nicht machen. Ich habe auch einen Anwalt, den hat man aber einfach vorher ignoriert und möchte jetzt zu dem Richter. Davor geht gar nichts. Was ist denn für ein Anwalt? Ich? Mein Anwalt, der Lemmy, der hat im weißen Anzug gewartet auf der Wache. Ist er zugelassen als Anwalt? Natürlich. Wer sagt, dass er nicht zugelassen ist? Er hat das zweite Staatsexamen abgelegt. Ja, natürlich. Ich habe auch ein Staatsexamen als Anwalt. Dafür gibt es entsprechend ein Register bei uns, sodass das überprüft wird. Ne?
Und ich erzähl ihm mal was. Ich erzähl ihm mal was. Ja, und jetzt, ich kann mich auch selber verteidigen. Ich bin 85 Jahre, ich bin gelernter Anwalt. Das habe ich in Altes drüben gelernt. Also alles easy, ich kann mich auch selber verteidigen, Kollege. Ja, also möchte ich jetzt einen Richter haben. Dass die Menschenrechte auf Altes etwas abweichen von unseren. Und insofern sind das dort ganz andere Gesetzesgrundlagen. Aber Sie können sich natürlich selbst verteidigen. Die Kollegen werden sich das natürlich anhören, entsprechend ihre Beweise vortragen und dann letztendlich das Urteil hier auch fällen. Ja, dann möchte ich gerne einen Richter haben, eine Person, die damit nichts zu tun hat und natürlich ein paar Geschworene. Haben Sie natürlich recht. Haben wir hier auch größtenteils aktuell, sobald aber keiner im Lande ist, kann dies nicht durchgesetzt werden. Können Sie aber dieser Polizist... Wenn die Busfahrer streiken und Sie nicht mit dem Bus fahren können, können Sie nicht mit dem Bus fahren. Ja, dann fahre ich mit dem Taxi oder mit dem Zug. Sehen Sie. Und jetzt fahren Sie mit der Polizei. Na, nee. Ich fahre da nirgends hin. Ich möchte jetzt einfach wieder gehen und einen Taser oder sowas als Schadensersatz, weil ich habe einen Herzschrittmacher und der Kollege hat mich ohne Vorwarnung einfach getasert, nur weil ich in dem Gebäude rumgelaufen bin und irgendwie nach meinem Freund gefragt habe, weil der einfach weg war, mein Begleiter. Dann regen Sie sich mal hier so auf, nicht dass der Batterie gleich alles von Herzschrittmacher. Sie können gehen, ja, gucken erstmal in diese Richtung dort. Gucken Sie doch mal meinen Arm an, ich blute. Das kommt von Ihren Kollegen. Also, Sie müssen hier natürlich auch nicht den polizeilichen Maßnahmen widersetzen, dann passiert sowas. Das habe ich nicht gemacht. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht dabei war. Drum möchte ich bitte die Zeugen haben. Drum möchte ich jetzt die Zeugen haben. Kann ich eine Nachricht schreiben, dann laden wir mal die ganzen Zeugen vor. Das waren 8 Stück oder so an der Zahl. Und dann sollen die mal herkommen, dann diskutieren wir da mal zusammen drüber. Was da passiert ist und was nicht. Also wir sind nämlich auf dem Basar, wir sind nämlich in der Kneipe, wo wir das Ganze hier ausdiskutieren. Das ja, Ganze klar. Wurde strafrechtlich aufgenommen. Nö, ich habe noch nichts unterschrieben. Eine Grundausbildung gemacht und eine Ausbildung und insofern können Sie natürlich auch hier das geltende Recht. Aber ich muss Ihnen mal was sagen. Ich muss Ihnen noch was sagen. Die können mich doch erst verknasten, wenn dreimal die Buße ausgehändigt wurde, ne? Nein. Ja doch. Wir können einen eigenen Ermessen machen. Wir können das Ganze kurz hochsetzen. Ja, ihr könnt nicht alles machen. Warum? Zeigen. Ich stelle mir eine Frage, ich beantworte die Frage. Ja, entweder lassen Sie mich ausreden, oder das Gespräch ist beendet. Ja, aber Sie haben gerade gesagt, wir können alles. Ihr könnt nicht alles. Ihr seid ja nicht Ihr Chef von allem. Haben wir als Bürger keine Rechte? Haben wir Merkel an der Macht, oder was? Also, ich weiß nicht, ob Sie im Ersten Weltkrieg ein bisschen so wie Senfgas geschnuppert haben. Interessiert mich auch nicht, aber... Ich war in Vietnam. Macht, ...ist gesetzt. Nein, ist es nicht. Ich habe ein bisschen Agent Orange gerochen. Ich weiß es auch nicht. Also, ich habe gar nichts gerochen. Was der Kollege macht, ist Gesetz. Wir haben hier ein Grundgesetz, woran sich jeder haltet. Und wir haben auch das Strafgesetzbuch. Und dort steht von mindestens bis maximal. Ja, aber was habe ich denn falsch gemacht? Liegt, können wir natürlich selber entsprechend festlegen im Rahmen unserer Befugnisse und können natürlich selber entscheiden, je nachdem, wie kooperativ, geständig oder einsichtig Sie sind, bei klarer Beweislast das Ganze zur Kaution aussetzen. Dass sie auf Bewährung rauskommen oder natürlich alternativ auch in Haftstrafe. Ja, aber dann sagen Sie mir doch mal bitte. Oder einmal oder nullmal. Das ist total unabhängig. Versteht, ja, aber Sie haben dann gegen geltendes Gesetz verschossen. Ja, und was, gegen was habe ich denn verstoßen? Gegen was? Weil ich durch eine Türe gelaufen bin, die offen war. Ist das so? Ist das ein Gesetz, dass ich nicht durch eine Tür gehen darf oder was? Ich bin ja nur jetzt eingebrochen. Ich bin auf eine Beleidigung begangen und einmal betreten einer Sperrzone. Was habe ich denn gesagt? Was war ich denn beleidigend? Bitte ein Zitat von Ihnen. Pfeife bestimmt und einmal haben Sie gesagt, Sie Trottel. Trottel habe ich noch niemals in meinem Wortlaut gehabt. Ich habe nur gesagt, was denn los mit euch? Ihr könnt nicht einen 85-jährigen Mann tasern. Und Pfeife ist ein Gegenstand. Genau, was Sie dann gesagt haben. Ja, nix. Können Sie mir beweisen? Ich möchte das schriftlich haben. Ja, ruhig. Haben Sie Zeugen, dass Sie das gesagt haben? Ich habe genug Zeugen, dass ich nichts gesagt habe. Herr Röhrig, Ihre Lebenserwartung ist nicht mehr sehr hoch im fortgeschrittenen Alter. Ja. Wollen Sie den Lebensabend nicht genießen oder wollen Sie den zusammen mit Long Long in einer Zelle verbringen? Ich möchte einfach, dass ich jetzt wieder gehen kann. Ich bin verletzt am Arm von dem Herrn, nur weil ich hier durch die Türe gelaufen habe, weil unmissverständlich mein Fahrer, der wurde einfach weggenommen, weil irgendeiner ihn angeschwärzt hat. Und da habe ich den gesucht, weil da war niemand und die Türen waren offen, dann bin ich da reingelaufen. Dann sieht ja ein bisschen Bußgeld aus. Wenn es jetzt so war, wie er sagt, ist der naja ein eigenen Ermessen und lass ihn nochmal mit einer Verwarnung gehen, sollte nochmal straffällig werden. Das Bußgeld auszahlen, er hat sich auch gut, das Ganze hier zur warum? Ja, und was ist mit meinem Schmerzensgeld? Ja, was ist mit dem Schmerzensgeld? Der Kollege hat mich getasert, einfach so. Aber ich habe den Schlüssel dafür nicht. Also, ich muss jetzt zum Großeinsatz. Ich wünsche erstmal alles Gute
und nächstes Mal machen sie das, was die Polizei ihnen sagt, dann müssen wir keine polizeiliche Maßnahmen machen. Warum soll ich was zahlen für das, dass ich keine Strafe begangen habe? Ich habe noch nie was gemacht, ich bin in keinem Register. Ich habe Ihnen das eben erklärt. Ja. Seid einsichtig, auch mit 85 Jahren. Ja, aber das reicht doch, dass ich mit dem Elektroschocker getasert wurde. Da ist doch genug Buße hier, oder? Oder was meinen Sie dazu? Ich komme da schon noch raus. Ich sitze schon drin. Ich rede mich da jetzt raus, Leute. Ich hab's fast geschafft. Wartet ab. Herr Showmaker, können Sie mal bitte herkommen? Wo ist denn der Herr jetzt? Na, der haut einfach ab. Das ist ja... Kannst du das nicht hier? Wie bestellt und nicht abgeholt. Herr Showmaker, kommen Sie mal her, bitte. Wenn Sie mich schon hier einfach so im Regen stehen lassen, ich werde nass, krank. Kann man jetzt mal gemütlich miteinander reden, auch bitte da drin. Ich werde hier nass, das ist scheiße. Könnte ich mal hier wenigstens ein bisschen unter Dach stellen? Das wäre gut, da wäre ich Ihnen dankbar. So, ja, das reicht schon. Wir suchen uns schon größeren Raum, haben so ein bisschen mehr Platz. Dann. Ach, das ist mir egal, ich habe ja keine Platzangst. Ich war lang genug in Stellungen, das juckt mich nicht. So, bitte. So. Gut, dann können wir gleich nochmal reden. Genau, weil ich krieg bald wieder Hunger. Das wird problematisch, ich hab Hunger. Wieder Hunger? Ja, mein Magen knurrt etwas hier. Jetzt können wir gleich machen. So, was wollten Sie denn jetzt so, noch passen separat? Sie auf. Wollten Sie noch was bereden? Natürlich. Machen Sie mal die Tür zu. Das geht jetzt nur uns zwei was an hier. Oder ist das in Ordnung? Kollege, ich sag mal, ich habe keine Geheimnisse vor Kollegen. Wenn ja, trotzdem. Sollen wir nur so ganz gemütlich schnacken, dann finden wir da jetzt eine Lösung. Passen Sie auf. Ich bin da reingelaufen, haben Sie gesagt, ne? Richtig. Aber war ja auch Fakt, ich stand ja auf einmal hinter meinem... Ja, ich bin da irgendwo reingelaufen, aber passen Sie mal auf. Ich bin ein alter Mann, ich habe meine Brille nicht dabei, da wollte ich mir eigentlich vorher eine neue kaufen. Da war ja die Aktion irgendwie, einer hat den anderen vergewaltigt, keine Ahnung, was die da labern, die Jungen. Ihr kennt ja die Jungen, scheiße, nur Kacke in der Birne, ne? Und mein Taxifahrer wurde angeschwärzt und den habe ich nur gesucht, bin ich reingelaufen. Und dann bin ich nur freundlich an die Theke und wollte den Herrn fragen, wo denn der Lemmy ist, weil ich den gesucht habe. Dann kommen sie und tasern mich. Ist doch klar, dass ich da scheiße drauf bin. Ja genau, das ist mein Taxifahrer. Der war doch in der Zwischenzeit schon draußen. Ja, ich habe ihn ja die ganze Zeit gesucht. Und da war niemand an der Theke, die Tür war offen, dachte ich, ich suche ihn einfach mal. Weil ich war hier noch nie in dem, ich wusste gar nicht, dass da die Polizei ist. Ich hab das nicht gesehen, ich bin kurzsichtig. Und dann kommen sie und tasern mich und mir ist hier der Herzschrittmacher stehen geblieben. Jetzt machen wir doch gut, lassen Sie es doch bei der Verwarnung. Ich habe einen Taser gekriegt, das tut immer noch weh. Dann lasse ich mir hier abholen und dann ist das Ding gegessen und dann wird ja nichts passieren. Sie sehen ja, ich bin nicht in der Akte, ich bin ein guter Bürger. Ich will mich mit den ganzen Schweinereien von den Verbrechern gar nichts zu tun haben. Ich will nur ehrlich meine Rente aufbessern, wissen Sie? Und dann vergessen wir das und dann gehen wir im Guten auseinander und wenn sie mal Hilfe brauchen oder so, dann stehe ich zur Schelle, weil ich bin ja auch ein alter Vietnam-Veteran. Ich war ja im Vietnamkrieg mit den Amerikanern. Da sehen sie ja sicher an meinem alten Helm, den habe ich nämlich noch von damals. Ja. Ist das okay, weil ich bin auch noch nicht der Reichste. Ich habe ein bisschen Geld, aber ich habe noch nicht mal ein richtiges Auto. Über 35.000 Dollar. Ja, die habe ich gekriegt, aber ich habe noch keine Lizenz. Die wollte ich mir alle holen, das habe ich vererbt gekriegt von einem Kollegen. Pass auf. Machen Sie so kurz weiter, ich mache Ihnen danach mal ein Angebot. Lassen Sie mir doch meine paar hart verdienten Euros, weil ich will mir ein paar Lizenzen holen. Ich habe noch gar nichts, ich habe ein Mini und das Ding ist scheiße, das wissen Sie selber. Ich wollte jetzt mal ein rätes Auto kaufen, dass ich auch mal ein bisschen fahren kann. Und dann ist das gut. Passen Sie auf, ich mache Ihnen folgendes Angebot, wir halbieren das Geld, Sie hätten ja 1500 zahlen müssen. Wir zahlen 57 Dollar und wir bringen sie zurück nach Lexington und die Sache ist vergessen. Ja, zurückbringen müssen sie mich. Warte, ich habe eine andere Idee. Darf ich mal schnell gucken, ob ich noch was dabei habe? Da können wir doch handeln. Ich kann ihnen zum Beispiel ein paar Magazine abgeben. Brauche ich nicht so viel, ich weiß nicht, wo ich das her habe. Brauchen wir nicht. Warum denn nicht? 57 Dollar, weil wir ach, sind im türkischen Basar. Ja, aber sie haben mich getasert, wissen sie, wie das wehtut. Halbiere ich ihnen das Strafgeld schon und weil
Ach, kommen Sie. 15 Monate Haft, das ist kein Pappenstiel, ne? Sie ja, aber, auch nicht jünger, ne? Aber Sie wissen doch, normal kriegt man eine Verwarnung, weil ich habe ja nichts gemacht. Ich bin ja auch nicht irgendjemand gegenüber handgreiflich geworden oder so. Und Sie haben mich hier vor einen Anfall gebracht. Ich habe gerade das Angebot, dass wir das Strafgeld so weit halbieren. Ach, kommen Sie, drücken Sie doch einmal ein Auge zu. Ich habe so viel Gutes getan. Wir haben schon Leute heute gerettet, wo ein Platten hatten, den hat man das Auto geklaut, da haben wir das Auto wieder gesucht. Und ja, kommen Sie. Ich will doch nur für meine Jungs da sein. Ich bin immer für das Gesetz, ich habe mir noch nie was zukommen lassen, mir ist noch nie was passiert. Ich will doch einfach nur in Ruhe leben und habe nur meinen Kollegen gesucht, dass der mich fahren kann. Und sie tasern mich einfach. Das hat wehgetan. Das hat richtig wehgetan. Das wissen sie. Und wäre ich böse Absicht, dann hätte ich ja irgendeine Scheiße gebaut oder so. Aber ich habe ja nur lieb ihren Kollegen gefragt, wo der Lemmy ist. Wäre ich jetzt ein böser Mann und da drin gewesen, hätte ich mich versteckt und hätte ihn irgendwann als Geisel genommen und so. Aber so bin ich ja nicht. Jetzt drücken Sie doch bitte ein Auge zu, Herr Wachtmeister. Und es wird auch nicht mehr vorkommen. Ich verspreche Ihnen. Ich werde nie wieder in die Tür reingehen. Ich werde an der Theke warten, solange bis jemand kommt, auch wenn das Tage dauert. Gebe ich Ihnen mein Wort drauf. Warten Sie kurz, spreche ich mal mit meinem Kollegen. Natürlich, kein Problem. Na, warte. Naja, Panzer bin ich, Panzer. Warte da, Leute. Ich red mich da noch raus. Ecstasy, dein Geld ist meins. Weil ich bin noch nicht im Knast. Ich bin noch in keinem Zellenblock. Erst nur noch Spider-Wars, DJ Basecore und Zockerhai und Zero. Danke für eure Follows. Ja, hallo, das muss man so machen. Man muss mit den Leuten reden können. Wenn ich mich da jetzt rausgeschützt kriege, bin ich echt gut. Ach, das kommt danach. Das kommt danach, wenn ich einen Richter habe. Ecstasy hasst mich dafür. Ich glaube, leg dich nie mit Horst an. Leg dich nie mit Horst an. Horst kriegt das alles hin. Bin schon auf der Hälfte. Nein, Ulrich, sowas macht man nicht. Das darf man nicht machen. Sowas darf man nicht machen. Kimi. Ja, Leute, so geht das. Hey, Kampfpulli, wie geht's dir? Na, ich habe hier meinen Spaß. Richtig, das Spiel wird nicht geschlossen. Ich bin in der Situation und ich red mich da noch raus. Das ist ja der Sinn des Spiels da. Natürlich, Tokasi Kammer, wenn du das möchtest, kannst du das machen. Entschuldigung. Ey Gott, lass es doch. Ja, ich musste kurz kratzen. Tut mir leid. Also, ich habe mich jetzt mit meinen Kollegen unterhalten. Ja. Also, wir würden alles fallen lassen, wenn sie sich nochmal persönlich bei den Herren entschuldigen würden, da sie ja trotzdem natürlich einen Beamten beleidigt haben. Dann ist die Sache natürlich und dann können sie gehen. Also, Herr Wachtmeister, darf ich Sie mit Vornamen ansprechen? Also, Sie kennen ja meinen Namen. Genau. Herr Lahn, es tut mir aufrichtig leid, dass ich Sie in Ihren Augen beleidigt habe. Das wollte ich natürlich nicht, weil Sie tun ja nur Ihren Job, so wie ich meinen Job tue. Aber können Sie mich das nächste Mal bitte nicht direkt tasern, weil ich mache Ihnen ja nichts. Weil das tut weh. Das ist halt hinter meinem Kollegen und ich wusste nicht, ob sie dem gleich ein Messer. Nein, ich will nicht. Kennen Sie ja nicht. Ich bin. Ja, aber jetzt kennen Sie mich ja. Ich bin ein alter Mann, ich mache Ihnen nichts. Alles in Ordnung. Ist soweit registriert. Es tut mir aufrichtig leid. Aber ich muss hier schnell was essen. Ich muss dringend was essen, sonst haben wir ein Problem. Ich will hier nicht umkippen vor Ihnen und Ihnen noch mehr Ärger machen. Moment, weg mit dem Ding, das brauche ich hier nicht. Warum sind die eigentlich her? Ich habe da keinen in dem Mantel gefunden. Doch, die habe ich doch vorher gezeigt. Die hab ich in meinem Funker-Rucksack gehabt. Haben Sie das nicht gesehen? Den habe ich Ihnen doch hingelegt. Ja, da habe ich bloß die Magazine gesehen. Naja, die war da auch drin. Ehrlich. Die habe ich extra da reingelegt. Moment, da kann die Kaninchen vielleicht immer das gleiche Scheiß essen. Gibt es ja auch Donuts irgendwo. Da hätte ich mal wieder Bock drauf. Müssen Sie mal immer zum Bäcker gehen. Oh, das hört sich gut an. Dann muss ich nachher zum Bäcker fahren. Gibt's auch Pizza und Pizzabrötchen. Boah, das ist gut. Ich kann das Kaninchenfleisch nicht mehr sehen. Das schmeckt scheiße nach der Zeit. Das ist wie 5 Minuten Terrine. Herr Wachtmeister, und danke ich Ihnen vielmals. Ich folge Ihnen, oder? Ja. Unauffällig.
So Leute, ich glaube, ich habe fast gewonnen. Ich kann natürlich auch selber nach Hause kommen. Ich kann mich abholen lassen oder fahren Sie mich jetzt sogar zurück. Wie fahren Sie dann jetzt nach Lakeside Garage, wenn es Ihnen recht ist? Oh, natürlich, da wäre ich Ihnen dankbar. Achso, da will ich gerade fragen, wo ist denn mein Kollege? Der macht dann nur das Tor auf. Ecstasy? Ich wünsche Ihnen noch einen ruhigen Dienst hier, ne? Komm er mit? Achso, der kommt mit. Achso. Achso, ich dachte schon. Weiß ich ja nicht. Ich bin doch nicht alleine hier. So, jetzt sind ja keine Insassen drin. Achso, ja, ich weiß, ich war hier noch nie. Das ist alles neu für mich. Ecstasy, Drehklopp gerade durch, weil ich halt... Nein, natürlich nicht, der Horst hat sie wieder rausgeredet. Ja, das ist blöd, dass das nicht automatisch geht, ne? Das ist richtig. Das sollten wir mal hier ein bisschen renovieren. Geht leider vieles nicht automatisch, was vorteilhaft wäre, mit Fernbedienung oder aber so. Das wäre schön, ne, wenn man die Schranke nicht mehr selber aufmachen muss. Wäre schön, aber ne, für einige Kollegen ist es auch nicht schlecht, wenn sie sich mal ein bisschen mehr aus dem Auto bewegen müssen. Ja, wenn die zu viel Donuts essen, ne? Da werden sie nur dick und bummelig davon. Aber ihr seid ja noch alle fit, ne? Ja, noch. Alles auch schon hier, auch ältere Kollegen im Dienst, ne? Ja, die sind dann nicht mehr so sportlich, ne? Die hocken doch eh nur im Büro, oder? Wie unser Commissioner, der ist noch voll im Einsatz. Mit 73 ist er jetzt, glaube ich, geworden. Leck mich fett, ey. Respekt an diesen Mann. Ist der Herr Fischer, also... Der hat sicher schon ein paar gute Orden gemacht, ne? Vor allem, den kriegen sie auch nicht weg vom Einsatz. Der will überall mittendrin sein, das ist... Ja, aber so ist gut. Solche Leute braucht man hier ja, ne? Also, Polizist durch und durch. Moment, mein Hörgerät gerade, wenn ich Sie jetzt nicht verstehe. Nehmen Sie mir nicht übel, mein Hörgerät macht gerade Probleme. Ich schmeiß mit Geld, als der Rock-Fan. Vielen lieben Dank, Ecstasy. Ich lese es mal vor, er hat geschrieben, das hast du dir verdient, du Hund, aber ich glaub's immer noch nicht. Ecstasy, don't fuck with Horst. Ich bin Profi in dem Game. Ich bin Profi in dem Game. Ich bin Profi in dem Game. Ich habe es geschafft. Ich habe auch die große oder andere. Mit der Scheibe. Naja, nur Band. Eine Scheibe noch. Ich schon einmal mitgekriegt. Oh Leute, das Scheißwetter, das ist schlimm heute, ne? Ist ja sensationell zum Kotzen hier. Regen, dunkel, das macht gar keinen Spaß. Ja, schlimmer ist es noch, wenn sie jetzt bei dem Wetter im Helikopter sitzen würden. Da sehen sie gar nichts. Ja, da fehlt nur noch der Nebel, ne? Dann kann man es ganz sein lassen. Irgendwann bekomme ich eine SMS. Ja, aber seht ihr mal, man muss nur in einem Spiel, es geht um RP, man kriegt alles hin. Da können wir eigentlich fast ein Highlight draus machen, das stimmt eigentlich schon. Weil man ja